Willkommen beim Demon's Souls Stream am Sonntag, liebe Freunde. Wir machen heute weiter in den, ich glaube, Steinfang-Katakomben. Ja, sagte ich ja schon, Richtung Flammenschleicher. Ich habe mein Inventar mal ausgemistet. Ich habe ein bisschen hier das Ding aufgewertet, weil wir ja in der letzten Folge den Rainer gefunden haben. Rainer! Hartstein. Und damit konnten wir unser Claymore jetzt auf plus 10 aufwerten, was ich auch mal getan habe. Ja, wie gesagt, dann habe ich noch ein, zwei Level gelevelt. Und wir können hier mal mit Ostrava reden, den wir ja gerettet haben. Der sitzt nämlich jetzt hier einfach oben, der Gute, während ich gleich runterfall. What was the hurry just now? Surely you can spare a mere moment. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte den schon angequatscht, deswegen ist der Dialog... Ah, okay. Perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Ja, deswegen sagt er jetzt nicht mehr allzu viel. Ja, okay. But perhaps our... So. Hi, liebe YouTube-Zuschauer. Der Kuribo ist ja ein ganz netter, ganz genau. Ton ist gut, sagt Mahatzen. Gut, wenn's passt. Wie gesagt, ich hab's halt ein bisschen leiser gemacht als Dragon Age, aber naja, über den Ton von Dragon Age brauchen wir nicht reden. Der ist sowieso völlig, ne? Kaputt. So, Flammenschleicher-Hype. Keilstein der Panzerspinne. Möchte ich da hinwarpen? Eigentlich nicht. Aber ich muss. Ja. Flammenschleicher. Moped. Nein, ich hab so Angst. Das. Ja, wir können jetzt nochmal... Moment, ich glaube, ich muss ihn mal ein bisschen leiser machen. Weil sonst fliegt mir das Gehör weg. So, besser. Ja, ich glaube, wir sind nochmal super mutig. Und versuchen, den Lurchi hier wegzuwubbeln. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Menschlich bin ich nicht, natürlich nicht. Weil ich nicht, die Welttendenz ruinieren will. Ja, jetzt haben wir noch einen Lurchi. Wunderbar. Alles klar, wunderbar. Backstab zu Beginn. Ey, das läuft ja schon wieder bombastisch. Ey, direkt ein Lurchi und ein Backstab. Jetzt dürfen wir nicht an der Lore failen und alles wird gut. Alles wird gut ohne Lore und Fail. Wunderbar. Perfekt. Man könnte meinen, ich habe das schon mal gespielt. Ist ja wirklich unglaublichst. Ich überlege gerade, wir könnten den Shortcut nehmen oder den regulären Weg. Ich glaube, wir wollten hier unten nochmal rumwubbeln. Den einen Weg haben wir uns letzten Stream ja schon angeguckt. Die optionalen nicht und den Shortcut dementsprechend auch noch nicht. Ich glaube, wir nehmen... Ah, Hilfe! Ja, es kam auf mich zu. Wir gucken uns nochmal den anderen Weg an. Den Shortcut können wir uns danach angucken. Und irgendwann, wenn wir White World haben, müssen wir ja, glaube ich... Achso, hier war ja der Flammenmoped, Mann. Achso. So, wunderbar. Alles klar. Dankeschön. Ich überlege gerade. Wir mussten runter, ne? Hier waren wir. Da waren ja nur die Würmers, richtig? Richtig. Wie gesagt, wir können gleich auch die Abkürzung nehmen. Ah, nur wegen lustig und so. Nein. Nein. Nein! Na, ich hätte den Tag nicht von den Armen loben sollen. Ja, und looten ist dumm. Looten ist so dumm. Und hier treffe ich doch wieder nix. Ah, hier treffe ich doch nix. Nein. Oh, doch, noch einen. Wunderbar, alles klar. Ja, aber schon mal wieder ganz viele Mats hier. Hurra. Und hier lag, wie gesagt, der reine Hartstein drin. Den man halt für plus 10 braucht. Habe ich jetzt hier oben gelootet. Bin mir nicht sicher.
Ja, hier waren wir letztes Mal schon. Dann sind wir nur hier nicht weitergegangen. Weil wir dann hier umgeschwenkt haben, weil die Zeit schon relativ zu Ende war. Das heißt, die roten Möpsels hier haben wir gemacht. In mühsamer Kleinarbeit. Und hier hatten wir dann aufgehört. Hier bin ich umgedreht. Und da haben wir uns dann das White World Tendency Event in Welt 1.1 angeschaut. Mit der Miralda der Henkerin. Also sprich, hier waren wir jetzt noch nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich eben hin muss. Ich glaube, Kalix ist hier auch einfach mal stundenlang durchgeirrt. Ah! Ja, okay. Schön. Läuft, läuft. Ah, hier. Läuft nicht. Alter Vater. Ja, ich komme nicht dahinter, verstehe ich. Ah, das ist halt echt das Fiese mit diesem dicken, großen Claymore. Du kannst es nicht vernünftig schwingen in solchen engen Gängen. Das ist halt nahezu unmöglich. Reiner, großer Hartstein. Herumirren ist meine Spezialität. Ja, das Grimm kann ich auch. Ja, und Feuersturm, wie es der Doc Brown sagt, ist natürlich das Effektivste, weil du da unten dann alle durch diese erwischt. Das wäre halt für maximale Farmstruts natürlich das Beste. Einfach rein, unten einen Feuersturm reincasten und dann ist Ruhe im Puff und man kann ziemlich viele Mopeds looten. Oh, ich hasse diese Viecher. Die halten also arschviel aus. Und man macht wirklich nicht so allzu viel Schaden. Aber wie gesagt, einmal für die, die das Spiel nicht kennen, können wir uns die halt umsehen. Das ist halt der längere Weg. Und ich behaupte auch fast mal, ja gut, sie haben den Fallschaden genervt. Aber dass ich halt hohe Chancen habe, den Shortcut auch zu versauen. Und zu sterben. Das hatte ich nämlich damals immer. Aber wie gesagt, da war der Fallschaden halt noch komplett. Und mittlerweile ist er halt drastisch genervt. Das heißt, ja, hier geht's nämlich schon los. Hier geht's ja schon wieder los. Dann müssen wir uns mal die maximale Ausrüstungslast, nein, Traglast, dankeschön. Die Großaxt wiegt einfach schon Tonnen, dass ich sie nicht tragen kann. Wie weit sind wir jetzt hier mit Gewicht? 111 von 165, also das heißt, wir können noch ein bisschen was mitwubbeln. Du wubbelst mich an. Alter, der nicht vorhandene Schaden. Alter, what the fuck. Ich falle hier gleich noch runter, ich sehe es kommen. Ja, natürlich, natürlich. Hallo, der unten winkt. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, du mich auch. Alter, diese Mistviecher, ey. Der Kampf dauert halt einfach super lange gegen die. Und ich komme nicht dahinter. Und es frisst mich. Und jetzt, hallo? Mobs. Ich möchte bitte weg. Ich glaube, wir nehmen doch den Shortcut einfach nur. Einfach just because. Und dann explodieren die zum Schluss auch noch. Das ist, es kommt noch dazu. Nuklearexplosion. Einfach ins Gesicht. Alter Mann. Alles wegzuschießen. Ja, keine Ahnung, ob Suikoden auf Deutsch rauskommt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, da habe ich mich auch gefreut. Prinzipiell mag ich solche Spiele. Wie gesagt, und auf der Vita für unterwegs oder vielleicht dann auch irgendwann noch mal im Stream oder so, echt geil. Muss ich halt mal schauen, ob es halt eben einigermaßen anschaubar ist oder ob es super verpixelt ist. So. Dann machen wir da oben noch mal hier den komischen Fettwurm. Ich sollte Demon's Souls anfangen. Ja, definitiv Bloody Ace. Warum nicht?
Boah, gibt es bei diesen Mopeds irgendeinen Trick? Das ist echt, ey. Echt, ey. Voll Ruhrpott-assig. Mistig. Weil man halt überhaupt keinen Schaden macht. Das ist so unnormal. Ja, schön. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Magieverzauberung. Naja gut, jetzt bei dem einen brauche ich es jetzt nicht mehr für zwei Hits, aber ja, kann ich drauf machen. Ich habe halt nur keine Mana-Rack. Aber gut, wir werden eh nochmal kurz in den Nexus zurückkehren. Weil, wegen die Sicherheit. Ich habe Patches in die Luft gesprengt. Armer Patches. Der Ring der Flammenresistenz, ja, den hatten wir auch. Ich glaube, die Ringe, die ich nicht brauche, habe ich auch schon in die Kiste gepackt. Graustein-Scherbe. Aua. Treffe ich dich hier? Ja, wunderbar. Easiest way to do this, Worms. Einfach draufbollern. Snackcracker, sei gegrüßt. So, machen wir hier die beiden kleinen Wubbelchens noch. Dann sind die auch weg. Oder fliegen die weg? Ich weiß es nicht. Gut, die gehen. Da brauche ich keine Magieverzauberung. Nur bei den Großen ist es vielleicht hilfreich. Oh, der droppt aber gut heute. Ja, da unten, ne? Schön, schön. Hallo. You. How did you do that? Ja, draufhauen. You. How did you do that? Oh, hier war glaube ich jetzt Leck. Ja. Oh. Jedes Mal. You. Wie konnte man nochmal mit dem schnacken? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie konnte man denn irgendwie hier einen Dialog mit dem aktivieren? Ach, so schlimm war die Wegfindung nicht, Grimmes. Man musste sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich bin halt auf das DLC gespannt, was denn eventuell dann irgendwann mal kommt. Die hatten es ja angekündigt für Dezember, aber bis jetzt habe ich noch nirgendwo wieder was von einem offiziellen Release-Termin gelesen. Was halt, ja, nicht so schön ist. Na super. Gucken wir mal. Ja, es macht aber auch nicht wirklich viel mehr Schaden. Also... eher nicht. Alter, aber dafür macht es hier mehr Schaden. Nicht zu wenig. Und weg! Lauf, Forest, lauf! Also ich tendenziell würde Lords of the Fallen sagen oder Shadow of Mordor. Assassin's Creed habe ich noch nicht gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe es nur, aber noch nicht gespielt, weil wegen keine Zeit. Beziehungsweise vielleicht irgendwann im Stream, halt mal schauen. Da war irgendwo hier unten noch was. Weiß nur nicht mehr wo. Irgendwie irgendwo. Dann konnte man hier runter. Und hat halt irgendwie auch überlebt. Achso, da war ja auch noch was, natürlich. Aber was war das?
Boah, ich weiß das alles gar nicht mehr. Aua. Hier war nichts. Das heißt, wir können einmal hier runter. Die Frage ist, wenn wir hier runter gehen, kommen wir nie wieder dem normalen Weg zurück, glaube ich, ohne den Boss zu besiegen. Und wir sind jetzt schon relativ voll. Ja, ist nicht so schön. Wie halt hier kann man, glaube ich, einfach runter. Ja, 85 was? Euro oder Schweizer Franken? Weil, keine Ahnung, wie dann die Franken umgerechnet werden. Ich glaube, ich möchte erst nochmal einmal zurück, bevor ich die Items loote. Ja, das können wir irgendwann optional hier nochmal machen. Denn wenn ich da unten bin, komme ich, glaube ich, direkt nur beim Flammenschleicher raus und muss mich durch die Dinger wubbeln. Und ich möchte nicht mit schwerem Equip den Flammenschleicher machen. Also ohne Ring des Diebes, weil ich ja jetzt schon den Ring anhabe. Das heißt, wir fahren jetzt einmal zurück, legen den ganzen Scheiß in die Kiste. Ich glaube, ich bin falsch. Glaube ich. Bin ich falsch? Alter, ich weiß nicht, wo ich bin. Da ist Patches. Okay, das verstehe ich. Dann müssen wir da hoch. Und hier rein und hier rum. Wie gesagt, der Weg ist hier halt super lang und man muss ihn wahrscheinlich zwei, dreimal gehen, wenn man alles looten will aufgrund des Gewichts. Und am Ende würde man wahrscheinlich dann halt beim Flammenschleicher rauskommen. Und man ist super vollgeladen und dann kann ich halt den Ring des Siebes nicht anziehen. Der doch sehr hilfreich in dem Kampf ist. Deswegen, gut, wir haben jetzt das Gebiet mal so minimal angeschaut, gehen wir jetzt gleich den Shortcut. Und machen dann erstmal den Boss und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir nachher oder nächsten Stream oder offscreen hier diese Items mal irgendwann einwubbeln. Ja, nicht springen. Ja, ihr diskutiert gerade über Assassin's Creed. Ja, wie gesagt, kann ich halt nicht zu sagen. Muss ich mir erst noch eine Meinung zu bilden. Ich habe halt nur mitbekommen, dass es am Anfang etwas buggy war, aber mittlerweile gab es ja einige Patches. Genauso gab es jetzt irgendwie einen 1 GB-Patch für die PS4-Version von The Evil Within, was ja auch ein paar Frame-Einbrüche und ein paar Bugs und Glitches hatte. Das wird wahrscheinlich auch alles mit dem 1 GB-Patch jetzt behoben sein. Na gut, wir sind halt durch. Und ob ich es nochmal spiele oder den Season Pass, ich weiß es nicht. So, dann mal einmal ausladen und dann mal Richtung Shortcut. Oh Gott, ey. So, wow, Hilfe, da ist der lustige Typ. Gegenstand Deponian. Gegenstand Deponieren, ja. Bitte mal alles da reintun, dass ich mal ein bisschen Platz habe. Alter, so viel Scherben in dem Gebiet, das ist echt unglaublich. So, Großachskeule und den Rest haben wir. Gegenstand wiedererlangen. Ja, komm, mach mich mal. Naja, ganz voll nicht, aber so ein bisschen voll. Da haben wir ja noch ein paar. Hurra. We are indebted to you, for you. Gut, dann ziehen wir erstmal den Ring wieder um. Ach, das war jetzt dumm, aber egal. Hier möchte ich wieder Adhäsion kann ich als letztes nehmen. Dann nehme ich als erstes den Ring des Diebes. Dann machen wir es so rum, weil ich komischerweise immer den ersten rausziehe. Ring der Adhäsion. Dieb, Adhäsion, passt. Die Frage ist, das werde ich nie hinkriegen, oder? Wir können
Ich überlege gerade anhand der Brush Armor, die auch sehr gute Feuerverteidigung haben, hat, die wir uns letztes Mal geholt haben bei dem White World Tendency Event. Und zwar die hier. Die hat halt hohe Feuerverteidigung. Ne, wie man sieht, 14. Und Zauberer hat 18. Die kann. Ach doch, die ist sogar Unisex. Ja, und die hat 31. Ja, die Flechtrüstung wäre nicht falsch. Kann ich nur nicht tragen, weil ich keine Frau bin. Großer Fehler vielleicht. Muss ich mir mal irgendwann schnippschnapp, Eier ab und dann kann ich die Flechtrüstung tragen, die tatsächlich echt gute Verteidigungswerte hat, im Gegensatz zum Rest. Es ist, wie gesagt, ich habe die auf meinem ersten Char nachher getragen und ja, die hat wirklich gute Werte. Kannst du nicht anders sagen. Ja, anyways, jetzt ist die Frage, wie viel hat denn meine Lamellenrüstung? Gucken wir da nochmal ganz kurz rein. 32 auf dem Brustteil hatte die Busch- oder Brusch-Rüstung. Wie viel hat denn die Lamellenrüstung? 24, also deutlich weniger. Aber ich habe, glaube ich, die Befürchtung, dass ich die nicht mit dickem Schild tragen kann. Denn ich möchte natürlich auch noch das lila Flammenschild tragen. Naja gut, es ist eine Fett, aber noch nicht... Das ist, ja, ich glaube, das ist spielbar. Und mit der Buschrüstung komme ich wahrscheinlich nie mehr irgendwo hin. Ja, ich glaube, wir probieren es einmal so. Wenn das nicht reichen sollte, können wir ja immer noch mit der Buschrüstung oder Brushrüstung experimentieren. Derweil lasse ich das erstmal an, um noch ein bisschen agiler zu sein, bis wir unten angekommen sind. Agiler, ja, wo wir schon mal wieder von Opels reden. So, dann mal zurück. Und jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis. Das Schwede. Vortex-Gipfel, das klingt verflucht nach WoW. Ich glaube, den Vortex-Gipfel hatte ich damals sogar auch noch gespielt. Ja, machen wir einfach mal hier Powerstößchen. Der Böse. Aua. Böse. Alles backstabben, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Das sind mir die liebsten Taktiken. Das war ein Aufseher, Mann. Mal drei, zwei. Zwei auf einem Streich. Wunderbar. Das tapfere Slashlern hat so ein bisschen wieder zugeschlagen. Nicht so ganz viel, aber ein bisschen. Spitzhacke, Grausteinscherbe. Okay, da haben wir nochmal so einen Aufseher-Mobs. Aber die gefährlichen hier immer sind die mit den Pickhacken, die da unten einfach nur ein bisschen rumschürfen. Die sind relativ harmlos. Die hat vor den Pickhacken-Joes, muss man echt aufpassen. So, haben wir aber hier gut gemeistert. So, und jetzt kommt der interessante Teil. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Kack-Shortcut war. Ich glaube, hier hinten. Double KO. Ja, oder Double Kill. Ich glaube. Ja, ich glaube. Ich glaube, hier fing das an. Und...